Die Unzen der Zeit. Unter den vielen Dokumenten und Erinnerungsstücken zur Shoah im Dr. Alberto Jonas Haus, der Gedenk- und Bildungsstätte der ehemaligen israelitischen Töchterschule in Hamburgs Karolinenstraße, nimmt ein großformatiges Foto einen besonderen Platz ein. Es entstand am 15. Dezember 1938. Und es zeigt annähernd 70 überwiegend sehr junge Mädchen und einige wenige Erwachsene auf der Gangway des Schiffes stehend, das sie mit dem dritten jüdischen Kindertransport von Hamburg nach Harwich nach England brachte. Als ich zum ersten Mal vor diesem Bild stand, schienen mich ihre Augen unentwegt anzuschauen. Das berührte mich sehr. Und ich fasste den Entschluss, jeden dieser Menschen durch ein Gedicht zu mir sprechen zu lassen oder selbst zu ihm zu sprechen.